Und die große Frage ist doch bis heute, wie unterscheide ich den friedlichen Muselmann vom gemeingefährlichen islamistischen Terroristen? Das Tragen von Kopftüchern und langen Bärten hat sich nicht als gutes Unterscheidungsmerkmal herausgestellt. Schon war der Verfassungsschutz völlig überfordert. Wie, die haben die Bärte abgemacht? Da können wir sie nicht mehr finden. Woran erkennen Sie Terroristen? Neonazis erkennen Sie leicht. Funktionäre von der NPD, die erkennen Sie am Gehaltscheck vom Verfassungsschutz. Aber woran Terroristen? Mohammed Atta, die Terrorbestie aus Hamburg, war doch genau das, was sich Otto Schily und der Beckstein unter einem perfekt integrierten Ausländer vorstellen. Mohammed Atta sprach wesentlich besser Deutsch als laut der PISA-Studie 2/3 unserer deutschen Schüler. Der hat sogar seine GEZ-Gebühren bezahlt. Da wissen Sie nicht mal, was das ist, ne? Ja. Der hat die GEZ-Gebühren bezahlt als Student. Sofort wurden die Kriterien für die Rasterfahndung verändert. Es musste was passieren. Wir alle sind da bedroht durch den islamistischen Terror. Spüren Sie die Bedrohung nicht? Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terror schon gestorben? Allein die Raucher, die finanzieren das ja alles. Seit Januar 2002 extra Aufschlag auf die Tabaksteuer. Zweckgebunden für den Kampf gegen den Terror. Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Man ist ja schon froh, dass bei der Flut im Osten nicht auf die Trinker zurückgegriffen hat. Hundertfünfzigtausend Deutsche sterben jedes Jahr in den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben in den Folgen von Saufen. 6.000 bis 7.000 sterben im Straßenverkehr. Der Preis der Mobilität. Lese ich in der Zeitung. Weil Geiz ja geil ist, lassen die Spediteure ihre Lkw-Fahrer so lange durch die Gegend fahren, bis die übermüdet einschlafen und Menschen totfahren. Ungebremst auf Stauende. Unerklärlich. Der Preis der Mobilität. Ich nenne das gesellschaftlich akzeptierten Massenmord. Die alten Menschen in Deutschland haben Angst vor Al-Qaida. An ihrer Stelle hätte ich Angst vor deutschen Busfahrern. Deren Trefferquote liegt wesentlich höher. Nochmal 6.000 Deutsche sterben durch Grippe. Jedes Jahr stinknormale Grippe, nicht SARS oder sowas. 15.000 Deutsche sterben durch Ärztepfusch. Jedes Jahr. 15.000 Tote durch Ärztepfusch. Da muss ein Al-Qaida-Kämpfer lang dran stricken. Das macht der Hartmann-Bund montags nachmittags. Aber was sind all diese Toten? Was sind sie im Vergleich zur Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus? Denn das ist der deutsche Albtraum. 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ins Leben kommen. Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden, wenn sie noch so sinnlos sind. Die Bevölkerung muss das Gefühl haben, es werden Maßnahmen ergriffen zur Sicherheit. Metin Kaplan muss ausgewiesen werden, der Kalif von Köln. Er tanzt dem Rechtsstaat auf der Nase herum. So weit haben wir es gebracht. Dass Menschen, die ihre vom Gesetz verbrieften Rechte in Anspruch nehmen, dem Rechtsstaat auf der Nase herumtanzen. So weit hat es die Hysterie in Deutschland schon wieder gebracht. Ja. Jetzt wollen sie potenzielle Terroristen ausweisen. Das wird lustig. Wie heißt die Formulierung im Gesetz? Tatsachengestützte Gefahrenprognose. Mal gucken, wie lange das Bundesverfassungsgericht braucht, um den wieder zu kippen. Tatsachengestützte Gefahrenprognose, das war der Irakkrieg auch. Tatsachengestützt vom Geheimdienst. Wollen Sie wirklich Deutschland sicher machen, indem Sie potenzielle Terroristen ausweisen? Wie naiv sind Sie eigentlich? Wann haben Sie Deutschlands Grenzen zuletzt in Ruhe mal angeguckt? Wollen Sie Terroristen rausschmeißen? Wer hier rein will, wirklich was anstellen will, der schafft das auch. Da können Sie doch in einem Haus alle Fenster einschmeißen und sagen, jetzt schmeißen wir mal alle Mücken raus. Es gibt nur eine Möglichkeit, Deutschland richtig sicher zu machen, und die haben wir 1989 abgerissen. Ja. Vielleicht ist es das, was Beckstein, Schily und Schönbaum eigentlich wollen. Ne? Eine schöne Mauer, die ist mal ganz drumherum, um ganz Deutschland, eine richtig schöne Mauer. Eine riesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Alle Ossis haben wieder einen Job. Diesmal schießen sie auf die, die rein wollen, nicht mehr auf die, die raus wollen. Hoffentlich können wir sie rechtzeitig umtrainieren. Der Fingerabdruck muss in den Personalausweis.
Na klar, der Otto Schindler, der Beckstein hat recht. Und wir sollen uns nicht anstellen mit dem Datenschutz. Die Spanier hätten den Fingerabdruck seit über 30 Jahren im Personalausweis. Und das stimmt, das hat der General Franco nur eingeführt. Chilis großes Vorbild. Ist in Spanien blöd gelaufen, hat einen Diktator eingeführt, ist der Demokratie in die Hände gefallen. Chili macht das lieber umgekehrt. Und sobald wir den Fingerabdruck im Personalausweis haben, dann sind wir sicher, ne? Ich wette mit Ihnen, dann haben wir genauso wenig Terroranschläge wie die armen Spanier. Bis neulich.